KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, hallo auch von mir, hier ist der Erik. Grüße in die Runde und nach draußen in die weite Welt. Wir sind's, der KinoCast, wir haben Filme mitgebracht. Zum einen haben wir den nagelneuen DreamWorks-Animationsfilm gesehen, Der wilde Roboter. Und da schauen wir doch mal, was uns da erwartet und ob der was kann. Dann haben wir natürlich die Kinocharts und Neustarts für euch, die offiziellen Innenstadt-Kinos-Charts für Stuttgart. Und der Chris hat im Heimkino Planet der Affen geschaut, New Kingdom. Den habe ich auch schon gesehen, habe ich aber nicht drüber gesprochen hier in der Sendung. Mal gucken, was er sagt. Und bei Serien sehe ich noch zwei Sachen drin, die mir überhaupt nichts sagen. A Good Girl's Guide to Murder und Agatha All Along. Ja, mal gucken, was uns da so erwartet. Ja. Der wilde Roboter, Chris, wurde ja nicht getippt, ne? Oder? Nee. Das war ein völlig überraschendes Ding mal wieder. Was war da eigentlich der Hinweis? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, irgendwie sind die Tipps in letzter Zeit eh immer sehr schwammig, dass es sehr schwer wird, da irgendwas zu tippen, was irgendwie was Konkretes. Außer vielleicht diesmal, mal gucken. Auf jeden Fall war das die Sneak Nummer 1234. Haben wir gar nicht so weiter thematisiert. Also die 1234. Sneak ist natürlich eine witzige Zahl jetzt. Ich habe ja auch gerade mal so ein paar alte Beiträge ein bisschen überarbeitet, wo irgendwelche komischen Formatierungen und Tabellen drin waren, die jetzt nicht mehr gut funktionieren. Da ist mir auch die alte Sneak Nummer 500 und die Sneak Nummer 1000 mal wieder unter die Hände gekommen. Das waren ja auch nicht gerade so die Highlights. Aber 1, 2, 3, 4 war schon ein Highlight. Worum geht's? Also, ein Roboter, oder besser gesagt, ein Robotermädchen wird auf einer einsamen Insel irgendwo, oder sagen wir so, erwacht auf einer einsamen Insel, weil sie wird aktiviert und da gehen dann halt so ja, die Lichter an und stellt dann halt fest, oh, ich bin hier auf einer einsamen Insel und das ist so ein, ja, wie soll man es nennen, ein Dienstroboter, der eigentlich so für Menschen gebaut ist, um irgendwelche Sachen abzunehmen, Aufträge zu erfüllen für Menschen. Und deswegen ist ihre Programmierung, dass sie nach einer Aufgabe sucht, die sie übernehmen kann für irgendjemand. Und in dieser Umgebung, da gibt es halt wirklich nichts auf der Insel, also außer Tiere und Pflanzen, gibt es halt keine Menschen, so eine einsame Insel. Und sie läuft dann erstmal durch die Gegend und versucht, Kontakt herzustellen mit allen möglichen Tieren, die sie da findet. Aber die Tiere sind dann halt alle immer sehr erschrocken, wenn sie da ankommt und verstecken sich und hauen ab oder versuchen sie zu attackieren. Und dann gibt es eine sehr schöne Szene, die muss man leider mal ein bisschen, na, es ist nicht gespoilert, aber sie sitzt halt dann irgendwann da und sagt oder beschließt dann halt, ja, ich kann nicht mit denen kommunizieren, ich muss versuchen, deren Sprache zu lernen. Und dann setzt sie sich halt so inmitten dieses Waldes und dann kommen halt immer Tiere an ihr vorbei und sie fahrt halt dort einfach und bekommt halt dann immer mehr mit, wenn die Tiere sich untereinander unterhalten, was das heißen könnte und kann dann halt letzten Endes die Sprache der Tiere, was natürlich so eine Art Vehikel ist, um den Film einfach schöner zu machen, ist natürlich jetzt so, wenn sie da irgendwas spricht, dann verstehen sie halt alle Tiere gleichzeitig. Also ist jetzt nicht so, dass sie nur mit Mäusen spricht oder nur mit dem spricht, sondern sie kann dann halt mit Tieren sprechen und was, das habe ich dem Film total abgekauft. Ich fand das total schön gemacht. Hatte mich ein bisschen erinnert an den Film Der 13. Krieger mit Antonio Banderas, wo er dann irgendwie da zu den Wikingern verschlagen wird und die Sprache nicht kann und dann nach und nach so die Sprache lernt, so ungefähr, war auch sehr schön. Und dann bekommt sie, unser Roboter in dem Film, bekommt sie natürlich dann auch so langsam so die ersten Aufträge, weil natürlich die Tiere, die haben dann manchmal irgendwas zu tun oder da muss was gemacht werden und ihr fällt quasi ein Küken zu, erstmal ein Ei, was sie ausbrütet, weil sie sieht, dass da drin ein Küken ist und die Eltern sind verstorben und
dann schlüpft das Küken und das Küken denkt natürlich, das ist die Mama und dann kann sie sich um das Küken kümmern und sie bekommt von jemandem gesagt, ja, dieses Küken, das muss jetzt wirklich fit werden bis zum Herbst, weil dann, das ist ein Zugvogel, so ein Fluggans, das muss dann fliegen können. Es muss schwimmen, tauchen, fliegen. Was waren die drei Sachen, Chris? Fressen. Ach, fressen, ja, okay. Muss was fressen, genau. Fressen, schwimmen, fliegen. Genau, und dann versucht halt die Robotermama dem Küken das irgendwie so beizubringen und ist natürlich mit vielen Fehlschlägen geplant, vielen Fehlschlägen ausgestattet, dieses ganze Vorhaben. Denn ist so ein bisschen wie bei drei Männern und einem Baby, wenn irgendwie so Leute, die sich gar nicht mit irgendwas auskennen, dann plötzlich sich um so ein Baby kümmern müssen. Und ja, ich will mal nicht zu viel verraten, wie, was dann noch alles weiteres passiert auf der Insel, aber da passieren noch einige Dinge. Also das war jetzt wirklich nur relativ wenig und dann ist natürlich auch die Welt, die aus der Roboter kommt, die den Roboter produziert hat, die hat natürlich auch dann noch Einfluss auf die Insel, denn man findet dann irgendwann auch mal raus, wo der gelandet ist und ja, ist gemacht von Chris Sanders. Ich hatte es im Kino fälschlicherweise, hatte ich ihn assoziiert mit dem Lego-Movie, das war er nicht, sondern der hat Drachenzähm leicht gemacht und Lilo und Stitch als Regisseur. Und das Ganze basiert auf einem wohl sehr bekannten Kinderbuch, The Wild Robot, was in den USA ein großer Hit ist. Und in Deutschland ist es erschienen unter dem Titel Das Wunder der wilden Insel. Werde ich vielleicht auch mal einen Blick reinwerfen. Denn ich werde auf jeden Fall nochmal in den Film reingehen mit Kind und Kegel, und weil der ist nämlich echt toll gewesen. Es gibt übrigens noch zwei Fortsetzungen zu dem Buch, The Wild Robot Escapes und The Wild Robot Protects. Also da könnte noch was kommen. Sollte da noch was kommen, Chris? Oder? Wegen mir tatsächlich, ja, sehr gerne. Also ich habe das gesehen, was da kommt. Ich habe es zuerst, als ich im Vorfeld kurz gefragt habe, weil ich gehe da meistens mit dem Filmvorführer, mit der Filmvorführerin kurz durch, so, hey, das ist getippt, was kommt heute, steht der Tipp drauf, und dann kam, nee, heute kommt der wilde Roboter, und ich so, was für ein wilder Roboter? Und bis ich da mal kapiert habe, nee, der Film heißt so. Und es ist ein extrem toll gemachter Film, also die Geschichte ist richtig, richtig schön erzählt, richtig herzerwärmend, wirklich. Nicht kitschig, nicht irgendwas. Man könnte sagen, ja, ist eigentlich nichts Neues. Einmal zieht ja jemand Fremdes, zieht so ein Ding auf. Ja, es mag schon sein, nur in dem Fall ist es halt wirklich ein Roboter, und man kann da so viel reininterpretieren, auch mit Anpassung, mit Zusammenarbeit, mit Vertrauen gegenseitig und was weiß ich was. Auch was da die Geschichte mit dem Fuchs, was da noch entsteht. Von der Animation her fand ich es auch extrem cool gemacht, weil es ist nicht komplett übertrieben, es ist aber auch nicht komplett lieblos, sondern du hast manchmal, so hatte ich noch das Gefühl, ist es so animiert, dass es aussieht, als ob es auch eine Zeichnung im Buch sein könnte oder im Comic. So wirkte es manchmal auf mich, und das fand ich richtig cool, das so einzufangen und das auf die große Leinwand zu bringen. Unglaublich toll. Judith Rakers als Roboterstimme fand ich auch sehr lustig. Das hat auch wunderbar gepasst, fand ich sogar. Und es war so vieles stimmig in diesem Film. Es hat so viel Spaß gemacht. Der hat am richtigen Moment hat er wieder ein bisschen witzige Elemente drin gehabt, dann auch so ein bisschen, ja, Tragik und traurig, moderne, aber auch gleich wieder dieses Naturzeug und alles. Also ganz, ganz vieles, was da in den Topf geworfen wurde. Und oft ist es ja so, wenn man so ganz viele Sachen in den Topf reinwirft, kommt am Ende irgendein komischer Krusch bei raus. Nicht in dem Fall. In dem Fall kommt ein Film raus, den ich wirklich ausnahmslos weiterempfehlen kann, der mich sehr, sehr begeistert hat und dem ich sogar zutraue, dass er einen Oscar gewinnt für den besten Animationsfilm oder für irgendwas anderes. Das könnte tatsächlich sein, ja. Haben wir ja im Kino ein bisschen überlegt, ne, was hat Pixar entgegenzusetzen in diesem Jahr, und da ist Inside Out 2, ne? Aber es ist halt in Anführungszeichen nur ein zweiter Teil, nichts Originales. Könnte der tatsächlich gute Chancen haben. Ja, Animationen, Die Hintergründe waren so ein bisschen wie bei Zelda, bei den Spielen manchmal so, oder bei Kubo, der tapfere Samurai, war es auch so ähnlich, dass quasi so das Gras so ein bisschen, aber alles, was so Personen waren, die waren alles perfekt animiert, also
Es war dann irgendwann, Absolut. Irgendwann hat man dann so fast ein bisschen vergessen gehabt, dass das ein Roboter ist oder so. Es war dann so, ja, irgendwie waren wir so drin in der Geschichte und das war halt so die Person. Ja, also top, einfach top. Ganz, ganz toller Film, ganz tolle Umsetzung. Von vorne bis hinten. Einfach ein Gedicht, auch die Musik gut eingesetzt. Und man fühlt mit, sowohl mit dem, der kleinen, ist ja keine Ente, was ist eine, mit der Gans, mit der Wildgans, fühlt man fühlt mit dem Roboter, mit dem Fuchs fühlt man mit. Also kommt so vieles zusammen und es passt so vieles wunderbar zusammen. Also ich war echt glücklich, dass wir den gesehen haben. Und weil, wie gesagt, mir hat er überhaupt nichts gesagt. Das heißt, er hat mich echt auf einem kalten Fuß erwischt. Und das dafür richtig, richtig gut. Also absolut Top-Ding. Ich hatte den Trailer schon mal gesehen, auch bei irgendeinem Kinderfilm, wo ich mit einem Kleinen drin war. Ja, da hatte ich gedacht, ja, sieht ganz nett aus, ja. Aber was halt der Trailer nicht zeigt, ist, dass der Film wirklich mehrere Ebenen hat. Der hat einmal so diese lustige, quatschige Ebene mit den Sachen, die da passieren, aber der hat noch wirklich mehrere Ebenen. Der hat noch eine sehr tiefe Ebene für die Erwachsenen, wo man dann halt zum Beispiel sieht, in welcher Welt das Ganze spielt, was daraus geworden ist. Also man sieht, ja, sag mal, Stichwort globale Erwärmung und so weiter, ne? Man sieht da so ikonische Bauwerke, auch mal so ganz kurz, jetzt nicht so mit der Brechstange so reingebracht, sondern nur so nebenbei. Und dann hat er dann auch natürlich auch noch so diese tiefere Geschichte des Zusammenhaltens und so weiter. Also er hat wirklich so viele Layer gehabt, diese Geschichte. Und aber die überragend halt gut, nicht vermixt, ja. So komplett vermixt, dass es wirklich so dumm dann nachher dasteht und sagst so, hey, was soll das jetzt? Sondern es ist tatsächlich logisch und schlüssig. Und an den Teilen, wo sich der Film da auch zurücknimmt, für Geschichte und einfach nur, wie du es gerade gesagt hast, einfach mal so ein Bild stehen lässt. Also da gerade, wenn die Gänse fliegen, einfach stark, ganz, ganz stark. Hätte ich so nicht erwartet, also wirklich, also ich gehe ja nochmal rein, da werde ich noch auf ein paar andere Details achten, die mir da vielleicht entgangen sind. Und hat natürlich auch so ein paar leichte andere Referenzen aus anderen Filmen, die man so kennt. Das fand ich aber sehr nett und nicht auch so mit der Brechstange reingebracht, sondern wirklich sehr, sehr schön gemacht und extrem guter Film. Hätte ich nicht erwartet. Auch so, würde ich fast sagen, so ein Film, der eigentlich ideal für die Sneak ist, weil ich glaube, rein vom Trailer her würden jetzt nicht viele Leute sagen, da gehe ich mal rein. Aber jetzt haben wir den in der Sneak gehabt und wir sprechen positiv drüber und können da vielleicht auch noch ein paar Leute mehr überzeugen, da reinzugehen. Ich gehe auch noch mal rein. Also das sind auch noch mal drei Kinokarten. Also das war das letzte Mal, dass ich einen Film in der Sneak gesehen habe, wo ich zu Hause gesagt habe, den müsst ihr auch sehen. Das war bei Yesterday, kann ich mich erinnern. Da sind wir dann auch, der lief relativ kurz nach der Sneak auch im regulären Programm. Da sind wir auch noch mal reingegangen. Den fand ich auch so toll. Ja, und das ist jetzt hier der nächste. Deswegen, also ganz dicke Empfehlung. Also von mir, ich werde auch noch mal ein bisschen auf. Ich werde mal 8,5 von 10. Du hast gerade gesehen, ja. Ja, was hast du? Ich habe tatsächlich 9 von 10 Punkten, weil für mich einer der stärksten Filme dieses Sneak-Jahres. Und ich habe jetzt Alles steht Kopf 2 noch nicht gesehen. Der kommt jetzt ja nächste Woche oder sowas, glaube ich, auf Disney Plus dann raus. Da werde ich mir den dann noch zu Gemüte führen. Aber für mich aktuell ist es der Animationsfilm des Jahres. Im Original vielleicht auch nochmal so. Also bei uns war ja Judith Rakers, Tagesschau-Sprecherin, die Hauptrolle sozusagen. Ich will nochmal kurz vorlesen, wer im Englischen, also im Original, die Sprecher sind. Und da kann man auch schon ablesen, was der Film für eine Qualität hat. Also da ist Lupita Nyong'o, die ja quasi Oscar prämiert ist für 12 Years a Slave, glaube ich, war das. Pedro Pascal natürlich, wo ist er gerade nicht dabei, kann man fragen, aber ich meine, hey, das ist, der macht halt, der sucht sich halt seine Projekte auch immer aus, die guten Sachen, ne? Bill Nighy dabei, als Matt Berry, den man kennt, zum Beispiel aus der IT-Crowd, der da den zweiten Chef gespielt hat, nicht den ersten Chef, sondern den zweiten Chef, den total verrückten. Ving Rhames dabei, Marcellus Wallace hier, Mark Hamill dabei, Star Wars muss man mehr sagen, Catherine O'Hara dabei
und so weiter und so weiter. Also das ist wirklich also hochkarätiger Voicecast im Englischen, im Deutschen, Jute Drakos, okay. Ich will jetzt Jute Drakos nicht abreden, aber ich meine, hätte man nicht lieber eine richtige Synchronsprecherin oder so genommen. Aber, ich fand das voll immer. Ging, also wie gesagt, fand ich voll passend. Hm. Deswegen. Weil sie musste ja auch so ein bisschen roboterhaft und so, das kriegt sie ja als Nachrichtensprecherin auch ganz gut hin. Ja, also absolute Empfehlung. Ich werfe gerade mal einen Blick in unsere Gruppe, hätte ich beinahe gesagt, auf unsere Webseite kinokrass.net. Da läuft ja die Abstimmung, 9 und 8 sind da so die zwei Hauptpunkte, die gegeben wurden. Dann eine Person hat 7, eine Person hat 6 Punkte gegeben. Es sind tatsächlich auch welche rausgegangen, ne? Also es ist kein Wow. Also gut, wenn jetzt jemand was völlig anderes erwartet hat, ja. Aber weiß nicht, da. Okay, zumindest an dem Punkt, da war ja überhaupt noch nichts so richtig. Ja, das muss man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. wahrscheinlich auch eine der Personen, die rausgegangen ist, diese Nein-Stimme gegeben bei Empfiehlst du dem Film weiter. Ich habe manchmal das Gefühl, irgendjemand drückt Nein, um zu gucken, ob da überhaupt was passiert. Gerade wenn alles auf Ja ist oder so. Ja, es ist ja öffentlich, also kann ja jeder, vielleicht jemand, der da zufällig auf der Webseite vorbeikommt, so, ich guck doch mal, ich habe den Film zwar nicht gesehen und keine Ahnung, was die Sneak Stuttgart ist, aber ja. Wie lautet denn der Tipp für die morgige Sneak 1, 2, 3, 5? Am 23. 1235. Montag, den 23.09. lautet nichts für schwache Nerven. Das klingt nach irgendeinem Horror-Ding, oder? Kate, sind da irgendwelche Tipps? Das ist wahrscheinlich was fürs Herz, ja. Erik, du tippst auf Smile Teil 2. Ja, da hat man den ersten, ja. Hattet ihr den ersten, glaube ich, auch schon, ne? Wäre ja nur folgerichtig. Der Martin tippt auf Butcher's Raghorn. Was auch immer das ist. Dann wurde noch getippt von Selina, Spirit in the Blood oder Never Let Go. Ich will Never Let Go nicht und sehen. Der Cinebasti haut auch noch mal ein paar Tipps raus, und zwar Bagman oder Red Rooms Zeugin des Bösen. Ja, also ich meine, ich nehme alles. Irgendeiner dieser Spatzen wird schon treffen. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht, ne? Wir hatten ja öfters mal jetzt, dass da überhaupt nichts richtig war. Aber gut, alles außer Never Let Go würde ich tatsächlich mir antun. Ja, ich wäre wahrscheinlich der Einzige sein, der geht. Berry. Ja, Heule Berry. Ja. Oh. Nee, will ich nicht. Oh, ich kann die nicht ab, ey. Ich weiß nicht. Ist das? Nee, das ist das nicht. Wir hatten der letzte irgendwas, hat der Chris irgendwas angeguckt, und dann habe ich gemeint, wieso sieht das hier die Schauspielerin aus wie eine junge Halle Berry? Und er so, das ist Halle Berry. Okay. Vielleicht war das sogar das. Ja, dann hat man doch. Nee, das war der Netflix-Film. Ach, der Netflix. Das war der Netflix-Film, ja. Ah. Naja, ja, mal schauen, was uns da morgen erwartet. Wer es gern sehen möchte und hier aus der Region ist, ne, montags 20.30 Uhr beginnt das in den Innenstadtkinos im Gloria 1. Schönes Kino mit Atmos und mit allem Pipapo. Ruhig mal. Atmos hat es Gloria 2. Ah, okay. Kam da nicht auch manchmal? Ach nee, das war stimmt. Nee, das ist THX. Ja, aber auf jeden Fall, also ist ja auch fast egal. Also das ist ja digitaler Soundsystem. Und schlag mich tot. Ja. Mitten in der Stadt, könnt ihr gut erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, und dann kommt ihr auch danach wieder nach Hause. Und da gucken wir doch gleich mal, wie da so die Charts aussehen in den Innenstadtkinos. Da sind wir nämlich die einzigen, die hier die offiziellen Charts geliefert bekommen. Kinocharts und Neustarts. Es war ja Fantasy Filmfest, deswegen waren die anderen Säle ein bisschen eingeschränkt. Und das sind die Charts quasi von den Nicht-Fantasy Filmfest-Filmen. Da ist auf Platz 5 The Crow, die Neuauflage. Auf Platz 4 ist Alien Romulus. Platz 3 hält sich immer noch sehr wacker. Ich einfach unverbesserlich 4. Platz Nummer 2 nur ein einziges Mal. Platz 1 Beetlejuice. Ja, das muss ja anscheinend doch, findet doch sein Publikum, sagen. Ja. Mal gucken. Ist nicht so schlecht, wie es scheint, ne? Ja, haben wir ja Gutes gehört bis jetzt. Mal gucken, was anläuft.
Die Schule der magischen Tiere 3 wird wahrscheinlich ein Kinohit werden. Also die anderen Teile waren auch immer in den Charts vertreten. Das ist jetzt der dritte Teil. Ich habe bis jetzt noch nichts davon gesehen. Interessiert sich auch hier zu Hause niemand dafür von den Kids. Also von daher keine Bewandtnis, aber ist immer ein Riesenerfolg und soll gut sein. Dann startet der Film, den der Erik unbedingt sehen will, wenn einer seiner Lieblingsschauspielerinnen mitspielt, Never Let Go mit Halle Berry als alleinerziehende Mutter, deren Familie vom Bösen verfolgt wird. Es startet auch noch, da bin ich ganz froh, dass der nicht in das Sneak kam, wurde ja diverse Male getippt, Megalopolis. Es ist zwar der neue Francis Ford Coppola-Film, den will ich auf jeden Fall sehen, aber nicht im Kino, weil der geht 140 Minuten oder so. Und da geht es wohl darum, dass ein Architekt nach einer Katastrophe in New York wieder aufbauen will und da so ganz utopisch das aufbauen will. Da möchte ich aber schon sagen, also kann man sich schon mal anschauen in einem D-Box-Sitz, wo du dich zurücklehnen ja, kannst. Ja, aber nicht Montagabend, wenn man am ersten Tag nee, wieder auf Arbeit ist nach dem Wochenende. Ich sag dir und mal, dann nicht abends. Montagabend. es läuft nicht mehr so arg viel an. Ich möchte aber auf einen Film noch kurz hinweisen, ein Doku-Film. Der heißt nämlich Die Kinder aus Korntal. Da geht es um die Missbrauchsskandale der evangelischen Kirche im baden-württembergischen Korntal. Und das ist ja bei uns hier um die Ecke, Korntal. Mhm. Deswegen. Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, so vom Bildmaterial her, was da mit drin ist und wie und was. Also da mal ein kleines Auge drauf. Natürlich eine richtig kritische Geschichte. Ist das bekannt? Also ich kenne den Skandal jetzt aus Korntal nicht. Die Kirche hat ja immer mal Skandale, aber Korntal sagt mir nichts. Wann ist denn das einzuordnen? Wann war das? Weißt du da was? Ja, das ich auch ist das bekannt hier? Achso, okay. Schon länger her, 80er wahrscheinlich oder so. Es okay. ist auf jeden Fall schon eine Stange her. Ja, Dokus laufen ja nicht überall. Also ja, von 1950 bis 1980. Da oh, okay, also doch sehr länger. Ein Kinderheim in Korntal und Wilhelmsdorf. Eieiei. Ja. Schlimm, 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 was da unter dem Deckmantel. Naja. Okay, mal gucken. Wir gehen erstmal ins Heimkino. Moment, wir machen erstmal die Türe auf. Heimkino. Ich habe Planet der Affen New Kingdom schon gesehen vor nicht allzu langer Zeit und ich habe bewusst hier nicht drüber geredet, weil ich dachte, oh, ich fand den nicht gut und wenn man nicht irgendwas Positives zu sagen hat, dann lieber mal die Fresse halten. Es sei denn, es ist ein Sneak-Film, den müssen wir hier analysieren, aber ja, ansonsten haben wir immer noch genug andere Filme zu besprechen. Aber jetzt hatte Christian geschaut, jetzt bin ich sehr gespannt, was er jetzt, wie er jetzt fand, vielleicht kann er mich dazu bewegen, dann doch nochmal den Film in einem anderen Licht zu sehen. Ja, komplett. Aber am besten mit Licht aus, Fernseher aus und gar nicht hingucken. Spielt mehrere Generationen nach der Herrschaft von Caesar. Die Affen haben endgültig die Macht übernommen. Das ist der mit dem Salat, ne? Oder? Ja, genau. Das ist der, wo den Salat erfunden hat und deswegen auch die Hühnchen isst. Jetzt regieren die Affen, die Menschen sind halt eher so diese zurückgebliebene Art, weil die können ja anscheinend auch nicht mehr sprechen, das hat auch der Virus verursacht und. Zwischen den Affen herrscht Krieg, von dem neuen Protagonisten Noah, gesprochen von Owen Teague oder dargestellt von Owen Teague, da wird bei einem Überfall die halbe Familie verschleppt und das Dorf niedergebrannt von anderen Affen. Und dem schließt sich dann May an, ein Mensch. Und dann kommt raus, oh Gott, die kann ja sprechen. Und die hat auch eine ganz eigene Mission. Und dann begeben sie sich zusammen in den Kampf gegen den neuen bösen Affenkönig, der auch seine eigene Agenda fährt. Und jeder von den anderen fährt auch seine Agenda. Und dabei zeigt Noah, dass er ein bisschen zu vertrauensselig manchmal ist und dann vielleicht doch nicht und was weiß ich was. Das zusammengefasst. Und der Film ist, jetzt muss ich nochmal gucken, wie lange, 2 Stunden 25 und es ist ungefähr 2 Stunden 24 komplett langweiliger, belangloser Scheiß. Und dann kommt Gott sei Dank eine Minute Abspann, der interessant ist. Es ist nicht gut. Es ist zwar schön gemacht, aber von der Geschichte her ist es einfach super fad. Von der Umsetzung her ist es super fad. Freya Allen ist vielleicht noch, die kann man anschauen. Aber das war es dann auch schon. Also Freya Allen kennen wir aus der Witcher-Serie. Gunpowder Milkshake hat sie mitgespielt. Wollte ich auch noch gucken. Ja, also kann ich wirklich nicht empfehlen. Es wird so langsam aber sicher
oder nicht nur langsam, aber sicher, sondern relativ deutlich und schnell wird die Planet der Affen-Franchise gerade beerdigt. Ja, oder anders gesagt, wenn das Pferd tot ist, steige ab. Also das, ich kann mich auch erinnern, da ging es halt nur noch um die Affen, ja. Und ich meine, man weiß halt, das ist alles CGI. Es war halt mehr oder weniger ein Animationsfilm und du hast halt immer noch dieses Uncanny Valley, dass das eben künstlich auch irgendwie wirkt, weil du weißt natürlich auch, das sind halt keine echten Affen und so, ne? Aber es versucht halt so echt wie möglich auszusehen und irgendwie... Ja, wobei, da möchte ich ganz kurz reingrätschen. Du weißt, es sind keine echten Affen, ja, und manch Affe ist eigentlich ganz gut auch dargestellt, also ganz cool gemacht. Und dann kommt der Oberaffe und der sieht einfach fürchterlich animiert aus und auch schlecht animiert aus, auch von der Sprechbewegung her. Das hat mich echt gestört. Da habe ich auch gedacht so, ah Leute, also das muss jetzt so nicht sein. Aber gut, was weiß ich schon. Ich habe, wie ich halt gemerkt habe, eh keine Ahnung von Filmen oder Serien. Vielleicht Shogun, ne? Vielleicht haben sie ja die, sag mal, in den Anführungszeichen die Nebenaffen, vielleicht haben sie die ja komplett animiert und die Hauptaffen, das waren halt so wie Andy Serkis, weißt du, so mit so Punkten am Körper, wo die das dann versucht haben zu übertragen. Aber da merkst du halt auch, Andy Serkis hat es halt drauf gehabt, ne? Also wenn er das gespielt hat, das hat schon irgendwie cool gewirkt, aber hier, also ich weiß auch nicht, wann ich den geguckt hatte. Jetzt gibt es den ja auf Disney Plus, da hast du den ja gesehen gehabt, ne? Ich glaube, ich hatte da irgendwie einen Screener oder sowas, wo wir den, ich weiß nicht mehr, ich fand den aber echt nicht gut. Du gibst da noch halbwegs wohlwollende Punkte, sehe ich hier. Ja, 3,5, also es ist jetzt nicht der größte Scheiß, aber es ist einfach. Ich wäre da drunter gewesen, ich glaube irgendwie bei 2 Punkten oder so hatte ich. Ich hatte es glaube ich sogar schon mal im Dokument stehen, habe es dann wieder gelöscht, habe ich gedacht, nee komm, wir haben andere Filme, bessere Filme, die wir besprechen in der Sendung, dann lasse ich den mal raus. Ja, zu Recht. Weil irgendwie findet der ja auch immer noch sein Publikum. Also wenn da irgendwie so ein neuer Planet der Affen-Film läuft, die Leute rennen ja ins Kino wie bekloppt. Also warum auch immer. Ja, weiß nicht. Guck mal lieber in die Serien rein. Vielleicht gibt's da was Besseres. Serien. Jetzt können wir die Kate mal wieder mit reinholen. Ich find's total schön, Erik, wie du... Ja, guck mal, ich sehe, vielleicht gibt es was Besseres und dann noch dieses verschmitzte Lächeln, bevor du den Trainer reinhaust, weil wir natürlich vorher schon drüber gesprochen haben, welche Serie ich gleich vorstelle. Deswegen. Aber jetzt hören wir mal. Ach so, nee, der Kate-Ehre kenne ich jetzt noch nicht. Da bin ich jetzt auch mal... Also mir sagen die Serien beide nichts. Interessieren mich jetzt beide erstmal zu hören, worum es da geht. Genau. Gut, dann fange ich mal an mit A Good Girl's Guide to Murder. Ist jetzt nicht der einfachste Titel, finde ich. Aber ich finde es schön, dass er beibehalten wurde, denn die Serie beruht auf einer Buchvorlage. Und worum geht es? Es geht um die junge Pippa Fitz Amobi, also Kurzname Pip. Lass mich raten, Engländerin. Gespielt. Pippa. Ja, ich glaube schon. Pippa klingt sehr englisch. Wird gespielt von Emma Myers, die man aus Wednesday kennt. Da ist sie die schrullige, blonde Mitbewohnerin von Wednesday. Aber hier hat sie eine ganz andere Rolle, denn hier ist sie eine Musterschülerin. Sie hat richtig gute Noten, gerade die Bewerbungen für die Colleges verschickt. Das heißt, ihr letztes Highschool-Jahr bricht an. Und im letzten Jahr muss sie ein Schulprojekt starten. Sie hat in den Sommerferien Zeit, sich zu überlegen, was es ist. Lini, ja, da ist der Papagei. Und sie hat sich entschieden, einen Mord aufzuklären. Denn 5 Jahre zuvor wurde eine ihrer Mitschülerinnen, beziehungsweise halt aus einer höheren Stufe, ermordet. Und zwar die Andy Bell. Und ihr Freund, wurde dafür zur Verantwortung gezogen. Beziehungsweise man hat gesagt, er war es, denn er hat kurze Zeit später Selbstmord begangen. Aber sie kannte den jungen Mann und sie ist eigentlich der Meinung, dass der das nicht war, weil er vom Typ her gar nicht so war und so. Und sie ist relativ clever, sie ist sehr ausgefuchst und er hat entschieden, das kann so nicht sein. Und sie glaubt, dass der Mörder noch frei rumläuft. Und deswegen beginnt sie, Recherchen anzustellen, was nicht jeder gut findet. Und ihr wird dann auch relativ schnell nahegelegt, das nicht als Schulprojekt zu machen. Das würde zu sehr alte Wunden aufreißen und das sei nicht geeignet als Projekt.
sie sagt dann, sie macht was anderes, aber sie recherchiert trotzdem weiter nebenher. Und ja, also ich sage natürlich nicht, was bei rauskommt und so, aber ich kann euch sagen, das ist eine sehr, sehr gute Serie. Mir hat die richtig gut gefallen, vor allem die Emma, die Pippa spielt. Ich mag dieses Mädchen, es ist so eine tolle Schauspielerin. Ich hoffe, dass die noch viel, viel mehr macht. Und auch die Art und Weise, wie sie halt an diesen Fall rangeht, ist teilweise relativ naiv, weil sie halt ein junges Mädchen ist. Aber andererseits auch echt clever gemacht. Und ist eine super, ein bisschen so Coming-of-Age auch Story. Sie begibt sich teilweise auch in Gefahr und glaubt aber, dass sie das unbedingt lösen muss. Und weil sie will, den Namen des jungen Mannes reinwaschen, der für diesen Mord verantwortlich gemacht wurde. Und ja, also ich kann es Ihnen nur empfehlen. Die Serie gibt es auf ZDF, frei verfügbar, in der Mediathek. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich habe die auch in einem Wusch durchgeguckt, weil die wirklich toll ist, die Serie. Das klingt gut. Ich glaube, da gucke ich mal rein. Ja, mach das. Chris, jetzt mal sehen, was das ist. Das kenne ich auch noch nicht, ob ich da mal reingucke. Ich denke nicht. Agatha All Along hat jetzt den Start gehabt auf Disney Plus mit den ersten beiden Folgen. Es ist ein Spin-off vom Spin-off und das sagt schon relativ viel. Es ist ein Spin-off von WandaVision, wo wir uns vielleicht zurückerinnern. Ah, ja, guck. Okay. Und es geht um die Hexe Agatha, die uns als Agnes erstmal da noch vorgestellt wird und da in einer ganz eigenen Welt erstmal so lebt und so eigentlich als Detektivin unterwegs ist vom Dezernat, von der Polizei und das alles so ein bisschen seltsam und dann schnappt sie einen Einbrecher bei sich zu Hause und es tritt eine andere FBI-Agentin auf, die wird von Audrey Plaza gespielt und dann kommt eben raus, oh nein, diese Agnes heißt gar nicht Agnes, sondern eigentlich Agatha und stand immer noch unter dem Bann von der Scarlet Witch und jetzt wird sie quasi entbannt, aber hat keine magischen Kräfte mehr und muss jetzt ihre magischen Kräfte zurückgewinnen oder möchte ihre magischen Kräfte zurückgewinnen und hat dabei die Salem Seven hinter sich her, die sie umbringen möchten. Audrey Plaza, die als der einzige Lichtblick in dieser Serie bisher ist, die einen relativ starken Auftritt hat. In einer, es heißt, wie hieß es, oder wo wurde es angekündigt, als Gay-Festival und was weiß ich was, oder als Gay-Explosion, habe ich auch irgendwo gehört und gelesen. Einfach, ja, ich sag's mal so, den Einbrecher, den sie fängt, wird gespielt von Joe Locke. Der kann seinen Namen nicht sagen wegen irgendeinem Ding. Sie nennt ihn dann Teen, also er heißt Teenie oder Teen. Und schleppt den mit rum und während sie da Auto fahren, kriegt er einen Anruf und dann kommt halt ein Bild und da steht nur Boy F dahinter. Und er sagt, er macht sich halt Sorgen. Oh, es ist so ein bisschen überzogen und ich vermute, worauf das hinausläuft, weil eigentlich Teen so ein Teil der Young Avengers sein könnte. Es könnte sein, dass der da eingeführt wird, weil das ist tatsächlich, da gibt es einen Charakter, der homosexuell ist bei den Young Avengers und eben Zauberkräfte hat. Also es würde passen wie Arsch auf Eimer. Aber ansonsten ist es bisher echt schwere Kost, super langweilig, extrem belanglos und ja, wirkt auf mich nach den ersten beiden Folgen eher so wie halt der Spin-off vom Spin-off und irgendwann hat sich so weit abgespinnt, dass sie alle durchgespinnt sind. Es lohnt sich tatsächlich nicht. Ich könnte mir vielleicht noch vorstellen, dass es der Kate gefällt wegen diesen Hexengeschichten und was ich was, wenn man dafür ein bisschen ein Fable hat, aber ansonsten, ich weiß nicht, ob ich die dritte Folge noch schauen werde, weil es einfach, ja, ich finde es ganz fürchterlich langweilig und Marvel verzockt sich da, glaube ich, gerade ganz, ganz gewaltig mit dieser Serie. Ah, also ich habe davon jetzt auch noch gar nichts weiter gehört gehabt. Normalerweise kriegt man das doch irgendwie mit, ne? Aber hat es bei mir auch noch nicht reingespült. Wahrscheinlich sind sie selber nicht so ganz überzeugt, dass es gut ist. Normalerweise kriegen wir dann immer E-Mails von den ganzen Verleihern und so, hey, guck mal da rein, hier gibt es eine neue Serie und so. Krass. Ja.
Ja, also bis zu einem bestimmten Punkt habe ich gedacht, oh ja, kann man ja mal reingucken, aber dann, wo du erzählt hast, oh nee, dann muss ich ihre Kräfte und sie war alles nur unter Kontrolle von, oh nee. Ja, geht schon los dann. Ne? Ja. Ach nee, ich weiß nicht, ich weiß nicht. aber wenn wir einmal bei dem Serienthema sind, ganz kurz, denn ich habe erst die eine Folge geguckt, die es jetzt gibt, nämlich The Penguin, also der Pinguin, die Serie, die DC-Serie, die spielt im selben Universum wie der Film The Batman mit Robert Pattinson, den ich ziemlich gut fand. Und Colin Farrell, Farrell, er spricht das ja genau, Farrell spielt den Penguin, den erkennt man aber eigentlich kaum, also der, aber spielt den absolut großartig und man muss dazu sagen, das ist keine Superhelden-Serie, also definitiv nicht, das ist einfach eine beinharte Gangster-Serie und hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das Einzige, was jetzt da noch nicht, wo ich denke, da ist noch Raum für Verbesserung, was ich bei The Batman ja so gut fand, da kamen ja viele Nirvana-Songs und so weiter, die einfach zu dieser düsteren Atmosphäre, zu dieser Trostlosigkeit da so gepasst haben in dieser Welt. Der Soundtrack, mir fehlen da einfach Songs. Bis jetzt ist da nur Score drin gewesen in der ersten Folge. Ich hoffe, da kommen noch richtig schöne Songs, die so ein bisschen musikvideomäßig irgendwelche Szenen untermalen und das ist einfach. Also schon die erste Folge hat mich sehr beeindruckt. Gut gefilmt, gedreht, gespielt. Sehr düster, angenehm düster. Und ich freue mich da auf mehr. Gibt es gerade aktuell bei Sky und ich weiß nicht wo noch. Also auf jeden Fall Sky in diesen, was es da alles gibt. Wow und Go und wie es alles heißt. Also ich habe bei mir einfach im Sky-Receiver da gedrückt. Und ja, Christina Milioti spielt auch noch mit, die könnte man auch kennen aus einer anderen Serie, Gangster-Serie, nämlich Sopranos hat die auch schon mitgespielt und was weiß ich, bei vielen anderen Sachen, Black Mirror war sie mit dabei und ganz viele Sachen, die kennt man, wenn man sie sieht, die kommt halt aus dem Arkham Asylum zurück als Killerin und sehr, sehr gute Serie, also die erste Folge zumindest, mehr kann ich noch nicht sagen, kleiner Tipp von mir. Dann ja, Neustarts habe ich diesmal gar nicht dabei. Dafür hatte ich The Penguin die Empfehlung. Und wir haben auch einen Musiktipp. Einen Musiktipp. Music. Nämlich aus dem Film The Wild Robot. Da gibt es eine schöne Szene. Da kommt ein Song. Künstlerin kannte ich jetzt noch nicht. Maren Morris heißt Kiss the Sky. Und den packe ich mal auf unsere Playlist. Da gibt es auch auf Spotify den kompletten Soundtrack zu The Wild Robot. Könnt ihr euch mal reinziehen. Vielleicht schon mal in Vorbereitung, wenn ihr den dann schauen wollt. Wir haben gar nicht gesagt, wann der anläuft, The Wild Robot. Ich glaube jetzt am 1. Oktober. Hier, wann ist 1. Oktober, 2. Oktober, wann ist der Donnerstag? 3. Oktober? 3. Oktober ist ja. Donnerstag. Aber ich glaube, weil 3. Oktober Feiertag ist, starten die meisten am 2. Das ist, glaube ich, der deutsche Kinostart, der Mittwoch. Also könnt ihr schön am Feiertag in den Film reingehen, Der wilde Roboter. Wir versprechen euch, da hat die ganze Familie Spaß. Ja. Dann euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank da draußen an alle HörerInnen. Und lasst uns überall Daumen nach oben da, wo ihr da Daumen nach oben klicken könnt. Sternchen, ganz viele, wo ihr Sternchen klicken könnt. Und nette Kommentare sind auch immer gern genommen. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Macht's gut. Tschüss. Bis bald im Kinocast.